Vor 110 Jahren hat man in Kindberg schon erkannt, dass elektrische Energie eine wichtige Rolle spielen wird. Und so hat der Gemeinderat 1904 beschlossen, ein Elektrizitätswerk zu bauen, das bis heute noch immer zu 100% Eigenbetrieb der Gemeinde ist. Am 2. Oktober 2015 wurde anlässlich dieses Jubiläums zu einer Feierstunde geladen. Musikalisch umrahmt von der Werkskapelle Voestalpine Dublas Stadt Kindberg. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, vor allem auf diese lange Erfolgsgeschichte, wenn man denkt, mit Wasserkraft begonnen. Damals sicherlich eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Ich hoffe, wir haben dieses Mal auch so eine kluge Entscheidung getroffen. Wir sind ja beteiligt jetzt dann bald bei der Windkraftanlage auf der Stankler Alm und ich glaube, so können wir ganz positiv in die Zukunft sehen, wobei inzwischen durch natürlich auch die Wasserschnecke eingebaut wurde und auch zwei Photovoltaikanlagen. Also wir sprechen hier absolut von einem innovativen Betrieb und das sind 55 Beschäftigte und das sind ja praktisch sogenannte Green Jobs. Da kann ein Bürgermeister nur froh sein und das 110 Jahre Jubiläum ist jedenfalls ganz großer Anlass zum Feiern. Für Diplom-Ingenieur Martin Weitzer, der vom Lehrling zum Direktor in diesem Unternehmen den Erfolg mitgetragen hat, ein denkwürdiger Tag. Anlässlich 110 Jahre hat man einiges verbessert, umgebaut und den heutigen Erfordernissen angepasst. Neu am EWR Kindberg ist, im Zuge der 110-Jahr-Feier können wir auch den behindertengerechten Zugang zum EWR Kindberg eröffnen. Das sind auf der einen Seite gesetzliche Vorgaben, die alle Betriebe betreffen. Auf der anderen Seite war es bei uns auch etwas, wo wir unsere Mitarbeiter auch entsprechende WC-Umkleideanlagen mit anbieten können. Welche Leistungen werden derzeit vom E-Werk Kindberg angeboten? Ja, der wirtschaftliche Umfang ist nach wie vor Hauptverteilernetzbetrieb, Stromerzeugung, Stromhandel, aber natürlich auch Elektroinstallationen und in Zukunft auch Kabel-TV, wo dass EWR Kindberg mitbeteiligt ist. Auch die Außenfassade wurde einem neuen Konzept unterworfen. Es hat einen bestimmten Grund, warum dass wir das haben. Es dient diese Hülle unseres neuen Verwaltungsgebäudes nicht nur der Optik, sondern auch dem Wärmeempfinden unserer Mitarbeiter. Die Sommer werden immer heißer. Klimageräte sind nicht gewünscht und das ist eine gute Alternative dazu, ein entsprechendes Klima in den Büros zu erzeugen. Landtagsabgeordneter Stefan Hofer überbrachte die Glückwünsche von Landesrat Jörg Leichtfried und betonte die Wichtigkeit solcher Betriebe in unserer Region. Wichtig, dass es noch Betriebe gibt, die starke, große Arbeitgeber sind in der Region und die auch regional verwurzelt sind, wo die Headquarters nicht irgendwo im Ausland sind, sondern die, was da in der Region beheimatet sind und auch wissen, was die Bedürfnisse der Region sind. Und daher bin ich heute gerne gekommen, um zum 110-jährigen Geburtstag herzlich zu gratulieren. Ein Meilenstein des Erfolgs, worauf Bürgermeister Sander besonders stolz ist. Die Wasserkraft, die Wasserschnecke mit der Energiebetreibung und dann die Photovoltaikanlagen 1 und 2 hernimmt mit der neu zu errichtenden Windkraftanlage, dann sind wir für die Bevölkerung in Kindberg energieautark. Und das hätte man, glaube ich, vor 10 Jahren nicht sagen können, aber so schauen wir wirklich mit Argusaugen jetzt schon drauf. Ich hoffe, es wird bald gelingen, aber wir sind guten Mutes. Die Einweihung durch Kindbergs Pfarrer Andreas Monschein und Enthüllung der Gedenktafel beschließt den Festakt 110 Jahre E-Werk Kindberg.